Samstag, der 6. April. Wir fahren jetzt von Shenandoah in Texas nach Baton Rouge in Louisiana. Es wird etwa 5 Stunden dauern mit Pausen. Und das sind ungefähr 300 Meilen, die wir zu fahren haben. Also, auf geht's. Das ist der Mississippi mit seinen Sumpfflanzen.
2017. Die sind heute auf dem Weg nach Ocala. Dort gibt es einen RV-Park, den wir auch für die Übernachtung von Samstag heute auf morgen Sonntag nutzen werden. Und dann haben wir noch eine Etappe und die führt uns nach Miami, sodass wir uns quasi auf der drittletzten Tagesetappe befinden. Sonntag, der 9. April 2017. Wir haben unsere letzte Etappe von Ocala nach Fort Lauderdale. Dort werden wir letztmalig übernachten auf einem RV-Park. Morgen am Montag werden wir uns South Beach, Little Havana und andere schöne Sachen von Miami anschauen und dann am Montagnachmittag unser schönes Wohnmobil zurückgeben. Und damit ist der Urlaub auch fast zu Ende. Wir sind hier auf dem Ronald Reagan Turnpike auf dem Weg nach Süden.